Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS2 hier auf meinem Kanal. Aufzeichnungstag am Himmelfahrtstag oder auch Vatertag, wie man sagt. So, wir haben noch ein paar Kilometer vor uns, würde ich mal sagen. Und zwar so um die 495. Ich denke aber mal, dass wir das in dieser Folge schaffen werden. Und dann packe ich mir mal die Rohmods drauf. So, wir sehen zu. Kam Gott sei Dank gerade nichts, von daher alles gut. Sprit haben wir genug. Schlafen müssen wir auch noch nicht. Werden wir sehen, ob wir das in den 495 Kilometern überhaupt müssen. So, was macht ihr am Vatertag oder beziehungsweise an dieser Stelle, was habt ihr am Vatertag gemacht? Ich war nur kurz auf dem Friedhof und dann ist alles schick. Also ganz zufrieden bin ich mit diesem Funkkopfhörer nicht, muss ich sagen. Also Störsignale, Störung ohne Ende. Also, das ist es noch nicht. I am not amused about that. Auch wenn Sony draufsteht, weiß ich nicht, rauscht wie Sau. Aber ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf irgendwelche kabelgebundenen Varianten. Was sei denn, das Kabel ist 3 Kilometer lang. Ja, und vor allen Dingen habe ich bei dem Kabel immer Verdrillungen drin. Das ist Bluetooth will ich aber auch nicht, weil der mir dann die Soundkarte raushaut. Die Soundkarte wiederum ist, Entschuldigung, wichtig fürs Gameplay. Alles nichts Halbes und nichts Ganzes. So, wo kommen wir denn da vorne lang? Bis jetzt klappt das ja alle ganz gut, aber irgendwie haben wir noch nicht viele Kilometer wieder runter, ne? Seitdem wir losgefahren sind. Das ist so ein bisschen, naja. Ja, und wie gesagt, nach dieser Tour, komm, wir fahren die jetzt durch hier, 421 Kilometer. Scheiß was drauf. Werden wir uns dann die Pro-Mods angucken. Schön viel Neuerung, hoffe ich mal. Ja, ich habe die Promods lange nicht mehr gefahren. Das heißt, es wird wirklich mal wieder ein Highlight, was Neues, ne? What is das? Guck mal, da wird schon angezeigt, wie schnell ich bin.
mal eine Bushaltestelle. Ich habe das jetzt, ernsthaft, ich habe das jetzt für eine Abbiegespur gehalten. Mann, Mann, Mann. Du nimmst mir lecker die Vorfahrt, ne? Blöd, Mann. Jo, hier irgendwie. Ja, ich finde das mittlerweile echt liebevoll gestaltet, mal ganz ehrlich. Das da, was ist das? Ein Stadion, Einkaufszentrum oder? Warum so ein Durcheinander? Gerade durch hätte es doch auch getan. Los, gib Gas. Mach dich weg. Strecke könnte 100 Kilometer kürzer sein, ganz ehrlich. 6 Minuten. 6 Minuten. Also Hälfte der Zeit in etwa weg. Und ja, wir kommen irgendwie nicht wirklich vom Fleck. Da-da-da-da-dam. So, da vorne rechts. Es war ein bisschen knapp, oder wie sagt man? Kerl, was ist das eine Gurkerei hier, du? Links, rechts, links, 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 rechts, rechts, geradeaus, links, halb links. Wie bin ich da denn jetzt gegen? Oh, ich habe ein Schild mitgenommen. Anscheinend. Hier runter. Ach, wir haben eine Fähre mit dabei. Okay. Da hatte ich nicht drauf geachtet. Von daher könnten wir das dann doch in dieser Folge schaffen. Absturz. So, da sind wir wieder. Da sind wir vorhin abgestürzt. Hier stehen wir wieder. Ich muss mal gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Hier rum auf jeden Fall. Also diese Störsignale hier, die gehen mir auf den Piss. Das hat's nicht. Und ich denke mal, wir werden aufs Schiff müssen. Da wird der Trigger sein.
jetzt durch oder was? Nee, ich glaube, ich bin da vorne falsch gefahren und hier komme ich natürlich jetzt nicht wieder raus. Was ein Umstand, du, ganz ehrlich. Ich wollte das Schiff kaputt gefahren. Hör auf, dass wir hier nicht ins Wasser fahren an dieser Stelle. Wo müssen wir denn hier rein, verflucht? Hier? Hier war irgendwo eine Einfahrt. Es fängt auch noch an zu regnen. Geht's nur da lang? Ach, hier durch, okay. Nee, also mit dem Funkkopfhörer, das gefällt mir so noch nicht. Da sind Störungen drin ohne Ende. Das ist nicht schön. So wird ein Schuh draus. Ja, und jetzt schaffen wir das auch in dieser Folge. Definitiv. Guck mal hier. Rauf auf den Pott. Vor allem kriegen wir auch noch ein bisschen Schlaf Helsinki. Auch wenn. Ist nicht das meiste, glaube ich, an Kilometern. War. Ich muss erstmal einen Kokosriegel essen hier. Sowas ähnliches wie Bounty. Oder ein, sagen wir so, ein Bounty-Duplikat. So. Naja, gut. Immer noch 300 Kilometer, das ist ja bekloppt. Ich hätte erwartet, dass hier mehr runtergezogen wird an Kilometern. Sonnenuntergang in, wie war das, Finnland? Helsinki. Ach so. Ganz vergessen. Däumchen wären Träumchen Abo noch viel schöner. Schaut auf meinem Twitch-Kanal vorbei, da bin ich unter, dann ab und zu auch mal unterwegs. Und lasst auch dort ein Follow da. Dann, wenn ihr Bock habt, LS und LSRP, also Roleplay, und ihr wollt mal mit Chaoten zocken, mal bei Chaos Farming reinschauen. Link unten in meiner Videobeschreibung. Und genau, dort auf den Teamspeak und mal mit Patrick oder Rainer sprechen. Alter, da bist du nicht mal ganz knusper. Fahr endlich! Scheißegal. Steht hier rum wie so ein... Junge, 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 Junge. Du wartest. Oder auch nicht. Komm nicht aus dem Quark hier. So, komm her. 6 Minuten, 6 Minuten haben wir 12. Ein bisschen überziehen werden wir definitiv. Das geht nicht anders. Aber schaffen werden wir das in dieser Folge heute definitiv nicht mehr. Wer kriegt denn erst grün? Diese komische Bahn da oder wir? Wahrscheinlich die Bahn. Oder auch nicht.
sind das für Straßenführung hier? Ja, dann würde ich sagen, wir stellen uns gleich mal irgendwo an den Wegesrand. Rest gibt es dann in der nächsten Folge. Keine Ahnung, was hier heute so los war. Von der Autobahn wieder runter. Wir müssen hier raus. Kilometer. Ah, die fahren wir aber in der nächsten. Ich hätte gedacht, ich fahre jetzt auf 250 Kilometer runter. Sind doch ein paar Meter weniger mehr geworden. So, aber wir machen jetzt das, was man normalerweise nicht macht. Wir halten hier einmal an. Ich beende die Folge an der Stelle. Bleibt gesund, seid morgen früh wieder mit dabei und bis dahin, ciao, ciao. Macht's gut.